Vielen Dank für diesen facettenreichen Vortrag, Akil. Da wir jetzt ein bisschen im Zeitplan zurückliegen, schlage ich vor, dass wir jetzt direkt zu unseren beiden Gästen kommen, die an der Podiumsdiskussion teilnehmen, sodass wir dann auch noch Zeit haben, hinterher auch noch Fragen der Zuhörerin entgegenzunehmen. Und damit möchte ich zunächst Sabine bitten, Sabine Haag, dass sie mit ihrem Vortrag zunächst beginnt. Sind Sie schon da? Okay, perfekt, perfekt. Kann man mich hören? Gut. Ja, zum ersten Mal möchte ich sagen, ich wechsle gleich ins Deutsche, aber ich möchte mich zunächst einmal bei Achille bedanken für diesen inspirierenden Vortrag und meine Hoffnung wäre, dass ich so nah wie möglich auch rankomme daran, auch noch zu inspirieren. Ein Zusatz zu dem, was schon gesagt wurde. Kurze Unterbrechung durch den Moderator für diejenigen, die jetzt später hinzugestoßen sind. Der Vortrag von Sabine erfolgt auf Deutsch. Wir haben aber eine englische, deutsche und französische Übersetzung. Wir haben Simultandolmetscher. Da muss man auf die Weltkugel klicken und im Livestream ist das auch verfügbar. Ja, nur dieser kurze Hinweis. Vielen Dank. Nochmal, Achille, für die Ausführungen, die wirklich sehr groß und inspirierend waren. Ich kann denen im Grunde genommen fast allem nur vorbehaltlos zustimmen. Ich stimme auch zu, dass die Reparatur, die Neuerfindung der Welt eine uns allen gemeinsame Aufgabe ist. Aimé Césaire hat einmal gesagt, wir müssen die Welt im Maßstab der Welt neu erfinden. Und ich glaube, das ist jetzt auch in deinem Vortrag sehr, sehr deutlich geworden. Das aber verlangt, meine ich, dass wir verstehen, dass wir das aus sehr unterschiedlichen geopolitischen Positionierungen heraus tun und aus sehr unterschiedlichen Positionierungen an diese Aufgabe herangehen. Und dazu will ich jetzt in den nächsten 10 Minuten ein wenig sprechen. Ich selbst spreche ja hier als eine im globalen Norden positionierte, feministische, queere, aktivistische Theoretikerin, die aber in vielerlei Hinsicht sehr privilegiert ist, nicht zuletzt, weil sie eine verbeamtete Professur an einer deutschen Universität wahrnimmt. Ich habe viel in dieser Funktion über die Rolle von Wissen, Theorie und Kritik in diesem Projekt der Neuerfindung der Welt nachgedacht und tue das auch momentan an einem neuen Buchprojekt, das heißt Die Gemeinschaft der Ungewählten. Und vor allen Dingen über diesen Zusammenhang, über die Rolle von Wissen. Achille selbst hat am Ende davon gesprochen, dass wir neue, andere Archive erschließen müssen, Archive, die bereits da sind, sonst wären sie kein Archiv, um diese Reparatur der Welt vorantreiben zu können. Also ich will über die Rolle von Wissen, Theorie und Kritik in diesem Projekt sprechen. Das heißt für mich als erstes, dass wir Herrschaft auch in den Kategorien aufspüren müssen, mit denen wir uns Welt erschließen und sie deuten. Race und Gender zum Beispiel sind zwei der zentralen Kategorien, mit denen wir uns Welt erschließen und deuten. Und wir müssen Herrschaft auch spüren in den Formen, in denen wir Wissen gewinnen und es darstellen. Und das heißt für uns als diejenigen, die sich als wie auch immer kritische TheoretikerInnen verstehen, dass wir unsere Sensibilität auch für jene Begriffe schärfen müssen, die wir selbst auf die Welt anwenden. Also mit denen wir selbst sozusagen uns selbst und auch anderen die Welt zu verstehen geben. Wir müssen uns verdinglichten Denkformen, rassifizierten, sexistischen, misogynen, homotrans- und krippfeindlichen Denkformen und Schreibweisen verweigern. Theodor Adorno hat das einmal genannt in der negativen Dialektik, dass wir uns resistent gegen das uns Aufgedrängte zeigen müssen. Also wir können nicht mit den Kategorien der Herrschaft dekonstruieren. Wir müssen also epistemische Gewalt untersuchen und dekonstruieren. Der zweite Punkt, den ich machen will, betrifft die Geschichte der Gewalt. Wir dürfen zweitens diese jahrhundertewährende Geschichte der Verwandlung von Menschen, ihrer Körper und dessen, was ihnen zugehörig und
in welchem Sinn auch immer heilig ist, ins global zirkuliertes Rohmaterial nicht länger verleugnen. Die Geschichte der Verweigerung von Gleichheit muss real werden. Das mag zunächst banal erscheinen, aber ich denke, dass der koloniale Zustand sich unter anderem dadurch auszeichnet, dass er genau in einer Art der Verleugnung des Denialism gegenüber der Geschichte der Gewalt und der Verweigerung von Gleichheit verharrt. Nicht zuletzt steckt diese Geschichte der Verweigerung von Gewalt in jedem einzelnen sogenannten ethnologischen Artefakt, das in einem Museum in Berlin, Paris, London, Madrid oder Lissabon ausgestellt wird. Die Geschichte von Gewalt, Enteignung, Entfremdung und Verdinglichung muss also erzählt und angehört werden. Und zwar nicht um des schieren Erzählens willens und auch nicht, weil Reparatur die Illusion nähren kann, dass wir die Gewalt ungeschehen machen können, dass alle Traumata geheilt werden können, sondern schlicht und ergreifend, weil wir es einander schulden. Zeugin sein, unter allen Umständen die Geschichte erzählen. So hat James Baldwin die Aufgabe der Schriftstellerin beschrieben. Hinsehen und berichten. Ich will auf einen Aspekt epistemischer Gewalt hier noch besonders eingehen, und zwar auf das auf dieser Gewalt beruhende Privileg, dass die Herrschenden die Beherrschten nicht berücksichtigen müssen. Achille hat davon gesprochen, sozusagen diejenigen, die in den herrschenden Positionen sind, müssen den Unterworfenen eben schulden denen keine Berücksichtigung, keine Sorge, Fürsorge. Sie müssen sie nicht kennen und bedenken, wie Elsa Dorleur in ihrem Buch über die Selbstverteidigung schreibt. Es ist ein Privileg, das den Herrschenden also Zeit für sich selbst verschafft, weil sie von den anderen nicht wissen, ihr Leben nicht bedenken müssen. Ausdruck einer, man könnte sagen, asymmetrischen moralischen Ökonomie, die jenen, die in den herrschenden Positionen sind, erlaubt, sich selbst kennenzulernen, sich selbst zu lieben, sich selbst zuzuhören und sich selbst zu kultivieren. Nichts anderes also als Dominanzkultur zu zelebrieren. Die Chance, von der Bedrängnis der anderen nicht wissen zu müssen, und die Rolle, die etwa Race und Gender in der Strukturierung von Welt und Wissen spielen, ausblenden zu können. Wenn wir uns also in diesem sozusagen sehr komplexen historischen Überhang global verflochtener Herrschaftszusammenhänge als ungleich positionierte begegnen, heißt das auch, dass wir also eben diese Arbeit an der Reparatur nicht auf Augenhöhe beginnen. Wir können also, es wird nicht ausreichen, dass wir das Soziale als im Prinzip, wie es die Mehrzahl der liberalen Denker und Denkerinnen, Achille hat dazu bereits gesprochen, als im Prinzip symmetrisch konstruierten Raum der Gegenseitigkeit imaginieren. Es braucht viel mehr und vielleicht auch gänzlich anderes, als dass wir uns auf zivil geltende Standards einigen. Einmal abgesehen davon, dass bereits diese Standards auf ihre wenigstens implizit normativen Gehalte hin untersucht werden müssen, sind die Aufgaben eben sehr verschieden, abhängig davon, aus welcher historischen, sozialen und politischen und moralischen Position wir diese Arbeit aufnehmen. Eine imperiale Lebensweise, darüber wurde gestern viel gesprochen, zu verlernen, aktiv Nein zu einer in Jahrhunderten geformten Sozialisierung in Dominanz zu sagen, verlangt etwas anderes, als sich aus einer Position ebenfalls über Jahrhunderte geformter Enteignung heraus als politische Bürgerin neu zu entwerfen. Eine bürgerliche Revolution 2.0 wird also nicht ausreichen. Es ist ein Projekt der bürgerlichen Eliten, und das heißt weißer, europäischer, cisgeschlechtlicher, heterosexueller Männer gewesen. Worum es daher bei der Reparatur der Welt geht, scheint mir vor diesem Hintergrund einigermaßen klar. Zunächst einmal, dass wir tatsächlich imperial grundierte Dominanzkultur verlernen und Formen des Zusammenlebens entstehen lassen, die Herrschaft aktiv entsagen. Und dafür dürfen wir weder auf die gewaltförmige Verdinglichung von Differenz setzen, die rassistische Ideologie beispielsweise von der identitären Bewegung vertretenen Ethnopluralismen ist ein Beispiel dafür. Noch dürfen wir darauf setzen, auf
gewissermaßen neoliberale Mantren und Ethiken, die darauf setzen, dass jede und jede Einzelne nur für sich selbst, nicht aber für andere verantwortlich ist. So wenig es also um letztlich nostalgische und sogar revanchistische oder gar ressentimentbeladene Wiederbelebung normalisierter, homogener, gar völkisch kodierter Kollektive gehen kann, ist es ebenso wenig damit getan, für befriedete Versionen des Liberalismus zu werben. Dies wird als Imagination, davon bin ich überzeugt, des demokratischen Zusammenlebens auch deshalb nicht ausreichend sein, weil sie bislang nach meinem Dafürhalten alle nicht in den Blick nehmen, wie sehr der ökonomische Zwilling des politischen Liberalismus, eben der Kapitalismus, seit Jahrhunderten von dem zehrt, was Jason Moore die sieben billigen Dinge nennt. Natur, Geld, Arbeit, Fürsorge, Nahrung, Energie und Leben. Ich würde kurz zusammenfassen. Intellektuell würde ich sagen, geht es also um ein gleichermaßen Gewissheiten unterminierendes wie epistemische Rechenschaft ablegendes reparatives Projekt. Auch eben, wie wir selbst in Kategorien der Herrschaft verwickelt sind. Die politische Aufgabe besteht dagegen darin, wieder alle Wahrscheinlichkeit neu zu entwerfen, neu zu erfinden, weil wir anfangen und Neues in Bewegung setzen können, wie Hannah Arendt wieder und wieder gesagt hat. Weil es uns möglich ist, eine Reihe von vorne zu beginnen, wir aufstehen und gehen können. Weil wir eine neue Welt beginnen lassen können, indem wir sie schlicht praktizieren. So sagen es die Guerillière in dem wirklich atemberaubend wilden Roman Les Guerillières von Monique Wittig, erschienen 1969. Ihre KriegerInnen sind frei, weil sie Freiheit praktizieren und nicht, weil ihnen Freiheit bereits ontologisch gegeben ist. Weil sie miteinander sprechen und handeln, sich körperlich reziprok einander aussetzen, weil sie Interdependenz praktizieren. Den Guerilla folgen und der neuen demokratischen Sozialität eine Gestalt verleihen, die ein egalitäres Leben mit anderen ermöglicht. Einen Ausweg finden aus der monadisch strukturierten kolonialen Melancholie, in der wir uns eingerichtet haben und uns an unsere selbst verschuldeten und nie realisierten Verluste klammern. Allen voran den Verlust an geteilter Welt und der Fähigkeit, uns von den anderen, den je anderen, anrühren zu lassen, für sie zu sorgen. Unsere Privilegien verlernen, indem wir erkennen, dass diese bereits den Verlust an gemeinsamer Welt mit allen verkörpern. Wie Gayatri Spivak sagt, unlearning one's privilege as one's loss. An nicht nostalgischen, dem Ressentiment der Freundschaft aktiv entsagenden Entwürfen von Gemeinschaftlichkeit arbeiten, ein Ethos des Zusammenlebens stiften, in dem Freiheit und Sorge eben nicht als Antipoden auftreten, sondern zusammen wirklich werden. Aus dem Traum über uns selbst erwachen. Das ist, was aus meiner Sicht jetzt zu tun ist. Danke. Ganz herzlichen Dank an Sabine Haag für diese wunderbare Replik. Once again, just for reasons not to fall further. Aber um jetzt nicht noch weiter im Zeitplan zurückzufassen und auch noch ein bisschen Zeit dann für die allgemeine Diskussion zu haben, möchte ich jetzt gleich Yvonne Adhiambo-Uwor bitten zu sprechen. Sie müssen jetzt nur noch Ihr Mikrofon entmuten. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Vielen Dank, dass Sie dabei sind. Es freut mich so, dass ich sprechen darf. Ich möchte auch Sabine ganz herzlichen danken, die ich jetzt gerade erst kennengelernt habe. Und natürlich Professor Achiel, vielen Dank, dass Sie auch immer die Stimme der Welt, in der wir alle leben, sind. Ich habe ein paar Überlegungen. Ich habe mir gedacht, ich werde jetzt nicht zu sehr schwafeln, sondern ich möchte von der Frage ausgehen. Welche Art von Welt können wir uns reimaginieren? Entdeckung, Neugier, Kreativität, Fragen nachgehen, Szenarien und Zusammenarbeiten erstellen. Das Hochgefühl, eine Zukunft zu entwerfen und uns vorzustellen, wie wir am besten unser Erdenabenteuer ausleben können. Mit
den Instrumenten der Technologien, die uns ja die ganzen Geheimnisse auch eröffnen. Mit den täglichen Verkehrsnachrichten von den verschiedenen Nationen, die sich zum Mars aufmachen, bietet auch das Sinnieren über ein interplanetares Bewusstsein gewisse Möglichkeiten der Horizonterweiterung. Man überlegt ja so gerne diese kosmischen Möglichkeiten. Und angesichts der Frage jetzt, neue Geschichten, die wir entwickeln können, die uns Gott sei Dank auch zurückbringen dann zur Schmiede der großen Fragen. Was ist das Leben? Warum sind wir da? Was könnten wir werden? Wenn das Thema des Podiums nicht Reparatur und Reparation wäre, hätte ich an dieser Stelle jetzt direkt rhapsodisch in die Stratosphäre abheben können. Aber wir sind ja in einem Realitätscheck. Wir sind in einer Wolke des Leidens, eine Seuche sucht unsere irdische Behaglichkeit heim. Verschärft unsere Ängste, macht uns unserer menschlichen Verletzlichkeiten bewusst. Denn Großteil der letzten 400 Jahre haben wir einen Großteil davon nicht zugegeben. Gewaltsam zwingt sie uns in eine gemeinsame menschliche Geschichte. Die geschwächte, die schmerzende Menschheit, die gebrochene, zerbrechliche Welt, Reparatur und Reparation klingt schon ungefähr richtig. Diese Andeutung eines menschlichen Bewusstseins, dass man Schulden bei der Existenz hat. Reparation, das sind gewichtige Worte, sie bleiben aber oberflächlich ohne einen Ritus der öffentlichen Anerkenntnis, der Entschuldigung, der Wiedergutmachung, Genugtuung und eine vorsätzliche Transformation hin zu einem Ideal. An all dem ist wenig Mysterium, bis dies natürlich bezogen wird auf die Welten, die die Übergriffe der abendländischen Entdeckung erlitten haben, insbesondere Afrika, deren ureigene Grundordnungen zum Teil ausgelöscht wurden durch eine wüstmarodierende Kultur, die heute, anstatt ihr historisches Gewissen zu erforschen, sich in der anhaltenden Illusion wiegt, dass doch auch irgendwie etwas Heiliges, Bedeutendes, Aufklärerisches und Erhebendes an diesen brutalen Streifzügen gewesen sei. Reparationen also, Reparatur, wer? Der fast phantasmagorische Westen, der genauer feststehende Rest? Warum? Für die Gegenwart oder für die Zukunft? Und zu welchem Zweck? Eine Nebenbemerkung hier. Ich fühle mich immer unwohl mit Dichotomien. Ich ziehe es vor, auch in die Zwischenräumen zu graben, den Räumen des Unbestimmten zwischendrin. Gut, aber innerhalb dieses Topos misslicher Dichotomien. Was sagt er, da haben wir gemeinsam, außer dass wir gemeinsam auf der Erde wohnen, gibt es einen gemeinsamen Ausgangspunkt? Betreffen uns die gleichen Dinge? Ein Beispiel. Der Westen möchte ja, dass der Rest, insbesondere Afrika, sich hinwegbewegt von der Vergangenheit und erwachsen wird. Ihr denkt, wir schulden euch etwas für das imaginäre Licht, das eure Vorfahren bei ihren kleinen Heimsuchungen auf uns scheinen ließen. Wir begehren andererseits eure Mea Culpas. Wir ersehnen, dass ihr hineinseht in den Abgrund des singulären und grundlosen Bösen, der Bedeutung des Schreckens, der euer von Gräueln begleitetes Eindringen in unser Leben und unsere Geschichten war, sodass ihr erwachsen werden könnt. Wir haben das Gewicht ungelöster Geschichte zwischen uns. Die Konsequenz ist die Lust nach Kapital, das gewaltsame Streben nach Geld, der Wettlauf um Afrika, wie das eure Historiker genannt haben. Das zuzugeben würde nicht uns oder euch weniger menschlich machen. Es geht um das Erbe der Wunden, den Wunsch,
mit einer kulturellen Pathologie zu rechnen, eine Gebrochenheit, die die Menschlichkeit zerschlagen hat. Die Vergangenheit sucht die Gegenwart heim, sie formt sie. Würden wir es wagen, das zu vernachlässigen? Dass diese Wunden auch in Zukunft unbehandelt bleiben, die Zukunft widersteht einer Amnesie. Die Geschichte wie die Natur verabscheut ein Vakuum. Was machen wir also? Unser Gewissen einschalten. Reparatur ist also der erste Schritt einer langen Odyssee, die mit einer inneren Bestandsaufnahme beginnt, die zu der öffentlichen Anerkenntnis der Verwundung führt von langen Schatten im Inneren. Wenige Kulturen haben den Mumm, in dieser Tiefe Seelenarbeit zu verrichten, nicht eure und nicht unsere. Ihr und ich haben die Verheerungen erlebt. Die Seuche angerichtet hat. Also die, und hier möchte ich meine Solidarität auch mit den Betroffenen von der Pandemie ausdrücken. Was wir in unserer Welt erlebt haben und ihr nicht, ist die reaktionäre, makabre Verzweiflung einiger eurer Schriftsteller, Wissenschaftler, Journalisten, die, und das ist einfach nur diabolisch, die Tatsache betrauern, dass die Sterblichkeit in Afrika nicht so hoch war wie im Westen, dass wenn unsere Mortalitätszahlen nicht Schritt gehalten haben mit widerlichen okzidentalen Tagträumen, dass dann wohl die Zählung in Afrika falsch war. Nur Aasfresser, Vampire und Nekromanten kommen möglicherweise noch an eine solche Todesbesessenheit, eine solche schaurige Nekrophilie heran. Überlegen die Menschen bei euch je, wie sich das anfühlen könnte, auf einer Erde zu wandeln, die eine Kultur der Bestätigung darin findet, von der Dezimierung von dir zu fantasieren. Vielleicht kann ein planetarer Bewusstseinsdiskurs Fuß fassen, nachdem eine absichtlich nichtssehende Kultur versucht, die eigene Seele zu reparieren, bevor sie versucht, die Welt und andere zu reparieren. Zwischen uns liegt ein Abgrund, vielleicht ist es schon zu spät, um ihn noch zu überbrücken. Vielleicht ist es zu spät, jetzt diesen Abgrund noch überwinden zu wollen. Angesichts der Realität einer Zukunft, die schon anderswo spielt, angesichts der Tatsache, dass die junge Generation, die einige eurer politischen Panikmacher gerne darstellen, als würden sie sprungbereit an den Gestaden des Mittelmeers sitzen, bis sie dann Europa überrennen können. Dass diese Generation hauptsächlich nach innen schaut und wenn sie nach außen schaut, dann nach Korea oder China, Singapur, Vietnam, Japan, Malaysia, Indien und den Nahen Osten auch. Es ist euch doch bekannt, dass China jetzt das bevorzugte Ziel für junge Afrikaner ist, die Hochschulbildung suchen. Streichen wir das? Wahrscheinlich wisst ihr es nicht. Ich spreche mich nicht für eine Abkehr von Europa aus. Aber es hat eben 400 Jahre der Trennungsideologie gegeben. Ich bin nur dafür, dass eine Untersuchung des Okzidentalismus stattfindet. Wir sind nicht die gleiche Art von Menschen, das bedeutet aber nichts, dass wir nichts gemeinsam hätten. Die Erfahrung der Realität hieß es von einem Politiker, dass die Menschen
in Afrika wie ihr sein wollten. Das ist doch nur süß. Unser Ausgangspunkt entsteht aus unserer Erfahrung des Lebens, unserer Auseinandersetzung mit der Existenz. Was bedeutet es für uns, ein Mensch zu sein? Und die epistemologischen Werte, das ist also die Frage, was bedeutet es, ein Mensch zu sein? Und die Begleitfrage, was bedeutet die Menschlichkeit des anderen für mich? Wir könnten also auch die Möglichkeit haben, uns gegenseitig zu entdecken. Es gibt hier transformatorische Möglichkeiten in dem Wissen unserer Möglichkeiten. Die 400 Jahre des Zeitalters der Gräuel, manche nennen das auch die Aufklärung, haben jetzt dazu geführt, dass frühere Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen und gerechtfertigt wurden. Professor Membe hat vorhin von einer sich entwickelten Bewusstsein gesprochen und bietet uns eine großzügige Vision an, die gesamte Welt umfasst. Ich stehe vor diesem Gedanken mit Hochachtung und schwacher Hoffnung, aber auch mit Vorsicht, wegen der historischen Präzedenzfälle, dass langalte Reden des Imperialismus seine kunstvollen Vorwände, die Schutzpe, mit der Diebe und Landräuber zu Helden und Opfern gemacht werden. Das wird immer noch gemacht und die ständig wiederkehrenden Muster des Extraktivismus. Für mich ist dann die Frage, was wollen Sie diesmal von uns? Wer muss für Sie sterben, um zu leben? Von wem wird verlangt, sich zu ändern? Zum eigenen Wohl. Wer gewinnt am meisten? Wie soll die Macht verteilt werden? Wer ist die Vorhut, die das Evangelium ausgeben und durchsetzen soll? Ich mache mir Sorgen um die guten Vorsätze, mit denen der Weg zur Hölle gepflastert wird. Hat sich in der Einstellung etwas verändert, die uns dahin geführt hat? Nein. Und die Entfremdeten, Marginalisierten, die Erde, was geschieht damit? Geht uns das noch etwas an? Hilfe ist ein Unterthema dieser Konferenz, kurz gesagt, angesichts dessen, was unseren Welten über 400 Jahre lang weggenommen wurde und der Institutionen, die sich aus diesem Raub entwickelt haben. Die Hilfe wird doch ein Feigenblatt dadurch, wenn wir überlegen, was weggenommen wurde in den letzten 400 Jahren. Kaufmännisch ausgedrückt, ihr habt Schulden bei uns. Die Belege für die Wirtschaftsverbrechen liegen in euren ethnologischen Museen und Sammlungen. Abrechnungsstellen für die Hehlerware mit Sammlungen von unschätzbarem Wert, einschließlich menschlicher Überreste, ohne dass Miete, Lizenzgebühren oder eine Entschuldigung dafür geleistet würden. Die Belege liegen auf euren Banken, die darauf eingerichtet sind, aus dem ganzen Raufzügen Gewinne und Kapital zu schlagen. Sie liegen in den Auktionshäusern für den Handel mit unseren Rohstoffen von Diamanten bis Kaffee, für den auch keine Zahlungen eingehen. Wie wäre es, wenn ihr erstmal eure offenen Rechnungen bei der Welt bezahlt? In kürzester Zeit werdet ihr feststellen, dass ihr eure Bevölkerung gar nicht mehr dazu aufrufen müsst, jedes Weihnachten ihre 2 Euro pro Kopf zu spenden. Wir müssen uns den Prozess betrachten, wie besser Menschen in Not unterstützt werden können, ohne dieses endlose Tugend signalisieren. Jetzt ist die Zeit, wo wir Erdensolidarität zeigen könnten. Was haben wir stattdessen? Die unbändige Lust auf erwartete Aktionärsprofite aus dem Vertrieb von Impfstoffen. Neu im Lexikon der Erde ist der Ausdruck Impfstoffnationalismus. Ich weise darauf hin, um zu unterstreichen, wie sehr Heuchelei nervt. Nicht abstreiten will ich, dass eine neue Epoche der menschlichen Zivilisation sich ohnehin abzeichnet. Die Gereiztheit, das Unbehagen an der Welt, das allgemeine Gefühl der Unruhe, all dies wird sich zu irgendeiner Art von Lösung zurechtrütteln. Wahrscheinlich ist, dass es eine pluriversale Verschiebung sein wird, entsprechend den Ideen von Denkern wie Quijano und Mignolo und anderen.
So wie sich die gegenwärtigen epochalen Winde anfühlen, kommt diese Verschiebung wahrscheinlich durch unerwartete Wendungen im Plot der Menschheitsgeschichte, ähnlich denen, die Corona gebracht hat. Zum Schluss noch eins. Wenn es auf gesellschaftliche Anpassungsfähigkeit, Resilienz, Disziplin und dem Willen und der Fähigkeit zur Innovation ankommt, auch während einer existenziellen Krise, dann wird höchstwahrscheinlich einer der größten Neuordnungen der Welt, wenn sie stattfindet, diese den deutlichen Stempel von China tragen. Wir müssen ja daran denken, dass die neue Seidenstraße nicht nur inhaltlich stringent ist, sondern einen durchaus umfassenden planetaren Plan enthält. Dankeschön. Dankeschön, Yvonne, für diesen überzeugenden Vortrag. Wir haben jetzt hier ein nuanciertes Bild durch die drei Beiträge bekommen, was vielleicht in dieser Suche nach Rekonstruktion und dem Gedanken einer Gegenuniversalität sich ergeben kann. Das heißt, wenn es um intellektuelles Engagement und Positionierung ankommt in Bezug auf die Geschichte, die Heuchelei, das Verdeckte. Da möchte ich doch mal jetzt alle drei ansprechen, um das vielleicht doch noch etwas konkreter zu machen für einige unserer Zuhörer im Hinblick auf das größere geopolitische Bild, das wir sich heute im globalen Norden insbesondere entwickeln sehen. Eine Neubetonung also einer alt-neuen und weiß-suprematistischen Bewegung, oft in Allianz mit einer Rhetorik der Verteidigung universaler Werte, wie wir das sowohl in Deutschland als auch in den vergangenen Wochen, insbesondere in Frankreich, erleben konnten. Mir scheint da, dass die breite Bevölkerung des Kontinents in Europa und in anderer Form auch in den USA vollkommen nicht bereit ist zu verstehen, wie republikanische Werte zum Beispiel in Frankreich die kantianischen Gedanken, ich weiß, da haben Sie schon darüber gesprochen, aber ich möchte da nochmal zurückkommen. Wie ist das denn genau, dass ein ethnonationalistische, koloniale, rassenbasierte Ordnung verteidigt wird durch einen Diskurs, der sich selbst als ein Projekt der Inklusion darstellt? Wer möchte da zunächst antworten? I volunteer, Achille. Ich biete mich freiwillig an, Achille, sagt Yvonne. Ja, gut. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Das ist jetzt vielleicht etwas zu spielerisch. Gehen wir mal zurück zu dem Gedanken, der mich hier umtreibt. Wenn eine Gesellschaft, eine Kultur sich selbst aufgebaut hat auf einer ganzen Menge, wenn sie das mehr nachsehen, auf einer Menge Blödsinn, wenn das dann geglaubt wird und offiziell wird, dann reicht doch ein bisschen aus, das auch wieder aufzurippeln. Oder um das mal positiver zu sagen,
wenn die Arbeit, die Nachkriegsarbeit zum Beispiel, die in Deutschland geleistet wurde, wenn die auch im Rest des Kontinents geleistet worden wäre. Eine Nachuntersuchung, eine Bewältigung der schrecklichen Geschichte der Gewalt, die gegen Völker ausgeübt wurde. Ich glaube, dass die Gesellschaften, vielleicht auch der Rest der Welt, eine Art realistische Humanität hätten erreichen können, die auf Wahrheit aufgebaut ist und auch auf einer gewissen Bescheidenheit statt dieser Hybris. Hybris bedeutet ja einerseits, dass man sich gegen die Götter wendet, aber ja, als Nachfrage da noch an Akil. Das bezieht sich jetzt sehr stark auf die Frage, was uns gemeinsam ist, was die Konstruktion dessen ist, was auf dem Spiel steht in der Konstruktion eines möglichen Grundes, die Archive, die Sie verlangen, die nicht die imperialen Archive sind, aus denen sich solcher gemeinsamer Boden dann ergibt. Es ist nicht so, dass diese besondere Erinnerungskultur, die Sie angesprochen haben, Yvonne, mit Ihren allen Leistungen, dass die vielleicht auch zu etwas beigetragen hat, was auch doch ein bedeutender potenzieller Stolperstein für die gegenwärtige Diskussion ist. Das heißt, die Art und Weise, wie der Narzissmus als Exzeptionalität dargestellt wurde, als eine Abweichung vom richtigen Weg zum modernen Fortschritt, als Teil auch eben dann des Sichsetzens der Nachkriegsordnung. Akil, möchten Sie? Für den Dolmetscher Leid, gegenwärtig haben wir keinen Ton. Der Ton ist so verzerrt, wir können das nicht verarbeiten. Believe that we will hardly find in the imperial archive, if we call im imperialen Archiv, wenn wir das so nennen, finden wir keinen aussagefähigen Gedanken im Hinblick auf tut dem Dolmetscher leid, ist definitiv nicht zu verarbeiten im Moment. About creating differences and spacing out and dividing and building hierarchies. That's what it's all about. Or that is what it's fundamentally about. Of course, there's an natürlich gibt es einen Teil dieses imperialen Archivs, der mit dieser Art von Sprache spielt, von der wir sprechen, Gleichheit, Gemeinsamkeit. Aber normalerweise ist das eine Gemeinsamkeit, die reserviert ist für die, die gleich aussehen. Kaum jemals wird die ausgeweitet auf diejenigen, und damit eben wird sie zum Werkzeug für diejenigen, die wirklich die Welt reimaginieren wollen oder eine andere Art von Welt sich vorstellen möchten, in der jeder willkommen wäre. Eine andere Welt, eine andere Art, die Platz auch schafft, für Nicht-Menschen. Deswegen würde ich nahelegen,
Nicht, dass wir das vollständig zur Seite legen. Denn was wirklich interessant ist im imperialen Archiv ist, dass wir das auch gegen sich selbst wenden können. Es hat an sich genügend Ressourcen, dass es auch gegen es selbst gewendet werden kann. Und das müssen wir auch machen, diese Arbeit. Um aber dem zu entkommen, was Sabina und Yvonne angesprochen haben, als Geschichte der Gewalt, die Geschichte der Negation in ihrer ontologischsten Dimension, um dem zu entkommen, müssen wir uns auf sämtliche Archive der Welt stützen, auf die Erinnerung der Welt. Nicht so, dass die eine Erinnerung die andere Erinnerung ersetzt, sondern im Sinne einer Solidarität der Erinnerungen. Insbesondere die Erinnerung an menschliches Leiden. Das auf jeden Fall, wenn man in diese Gedankentraditionen blickt, die aus dem Teil der Welt kommt, Denktraditionen, die von denjenigen entwickelt wurden, die die Empfänger, die am anderen Ende der Gewalt saßen, von denen Sie gesprochen haben, Sabine. Das sind also alternative Vorstellungen, wie wir diese Erde gemeinsam nutzen können, den einzigen Planeten, den wir haben, auf jeden Fall bis jetzt. In diesem Sinn also erscheint mir, dass für diejenigen, die wirklich etwas gegen die Kräfte ausrichten wollen, die hier an der Arbeit sind, die Kräfte der dunklen Aufklärung, die auch immer zur Aufklärung selbst gehört haben. Die Aufklärung hatte immer auch diese Nachtseite. Die Illusion ist, uns Glauben zu machen, dass das alles Licht und Sonne gewesen wäre. Es war nicht immer nur Sonne. Es gab auch immer diese dunkle Nachtseite. Und diese Nachtseite der Aufklärung, das sehen wir in dem Wiederaufleben des weißen Suprematismus, des Antisemitismus und in anderen Formen, die sich gegen die Würde, insbesondere der Schwachen, richten. Und das Verlangen, das unglaubliche Verlangen nach Rassismus und der Brutalität gegen die Verwundbarsten auf der Welt, was wir gerade heute sich entwickeln sehen. Und um dagegen vorzugehen, müssen wir mit einem neuen Gedanken kommen über das Ausmaß, wie wir, dass wir eine gleichwertige moralische Berechtigung haben. Um hier also zu einer Autorität zu kommen, die die Regeln und die Grenzen der Okkupation und der Besetzung und der Nutzung des gemeinsamen Landes darstellen. Und hier gibt es einen glücklichen Umstand, die Art und Weise, wie wir die kantianische Moral des Kosmopolitalismus ausfüllen, die ich vorhin kritisiert habe. So habe ich das auf jeden Fall gemeint. Ich würde gerne noch ein paar Bemerkungen dazu ergänzen. Anselm, du bist gestartet mit der Frage, ja, warum ist es immer noch so, dass wir im globalen Norden an dieser rassistischen, eliminatorischen Ordnung festhalten? Und ich glaube, wir haben alle drei schon ganz viel dazu gesagt. Ich will nur ein paar Punkte noch mal verstärken. Ich habe von kolonialer Melancholie gesprochen. Der globale Norden, vielleicht wir besonders in Nordamerika und in Europa, leben absolut in einem Stadium sozusagen der Verdrängung, der Verleugnung, des Denialism der Gewalt, die geschehen ist. Wenn James Baldwin schon vor mehr als 50 Jahren, wie gesagt, davon gesprochen hat, it's the innocence that constitutes the crime, dann gilt das ja im Grunde genommen bis heute. Wir schaffen es bis heute,
im globalen Norden, im weißen Westen, so zu tun, als hätten wir mit all dem nichts zu tun, in gewisser Weise. Wir glauben, darüber ist jetzt auch schon gesprochen worden, wir glauben, die liberalen Ideen könnten einfach sozusagen für alle verallgemeinert werden und ignorieren bis heute, dass der Universalismus ein gewaltförmiger, partikularer Universalismus gewesen ist. Dass er auf der Preisgabe von Reziprozität, auf exklusiver Solidarität basierte. Dass Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, und ich benutze jetzt bewusst Brüderlichkeit, ja schon im Begriff nicht alle meinte und explizit und deliberately nicht alle meinte. Nicht alle konnten und können Brüder sein und ich würde sagen aus feministischer Perspektive, nicht alle wollen Brüder sein. Also wir brauchen ein neues Fundament für Solidarität, was Solidarität eben nicht exklusiv denkt. Und ich glaube, dass die Geschichte, die wir geerbt haben, uns bisher nur in exkludierende und exklusive Formen der Solidarität eingeübt hat. Ich will noch eine Bemerkung machen zur Erinnerungskultur und in Verbindung mit der Notwendigkeit und was ich absolut teile, wenn Achille davon spricht, dass wir das gesamte Wissen der Welt brauchen, um die Welt zu retten. In Berlin haben wir ja seit einiger Zeit die Diskussion um die Frage der Restitution geraubter Kulturgüter. Und ich glaube, ich habe das ja auch schon kurz angesprochen, wenn wir in der Lage sein wollen, auf das gesamte Archiv zurückgreifen zu können, dann gibt es hinter Restitution, dann gibt es keine Alternative zur Restitution. Und die Einsicht darin, dass mit dem Raub dessen, was wir jetzt in unseren Museen als ästhetische Artefakte, als ethnologische Artefakte ausstellen, dass mit diesem Raub eine Zerstörung von Kultur und damit die, auch die Zerstörung von Wissen und Möglichkeiten der Welt Sinn zu geben, passiert ist. Sozusagen. Jetzt ist Restitution eine ganz komplizierte Angelegenheit, aber das ist für mich ein Beispiel, woran wir diese Form des Denialism, der Ignoranz, in der wir uns im Westen in weiten Teilen nach wie vor befinden, sehr gut sehen können. Wenn im deutschen Fernsehen, wie kürzlich vor einigen Tagen geschehen, ein Bericht über das Berliner Humboldt-Forum vor allen Dingen zeigt, ja, hier sind Artefakte aus asiatischen Kulturen, aus afrikanischen Kulturen, die wir jetzt erstmals der Menschheit werden zeigen können. Und es kein Wort darüber gibt, außer sie sind zu uns gekommen. That's the phrase. They came to us. Und wenn das sozusagen der State of der sozusagen die Debatte ist, wie wir heute darüber sprechen, dann haben wir natürlich noch einen weiten Weg zu gehen, hin zu dem, was ich meine, wenn ich von dem Verlernen von Dominanzkultur, was ja nicht einfach so aussehen kann, ja okay, wir ziehen uns einen neuen Pullover an, sondern das ist eine sehr grundlegende Arbeit des Erkennens und des Verlernens der Muster und Subjektivitäten von Dominanz, der Über- und Unterordnung, in die wir über 5 Jahrhunderte hinweg einsozialisiert worden sind. Vielen Dank. Thank you. Vielen Dank. Nur eine kurze Anmerkung. Wir machen noch ein paar Minuten mehr weiter. Deswegen möchte ich Ria jetzt gerne bitten, kurz dazuzukommen, um einige vielleicht der vielen, vielen Fragen, die eingegangen sind, kurz zusammenzufassen. Vielleicht haben wir die Gelegenheit, vielleicht einige dieser Fragen auch kurz aufzugreifen. Ja, hallo, ich bin Riad von Medico. Ich arbeite hier im Hintergrund zusammen mit anderen Kolleginnen und Kollegen, denn es gibt tatsächlich viele Fragen. Ganz herzlichen Dank an die Vortragenden, ganz herzlichen Dank an Anselm. Ich versuche vielleicht einfach mal, zunächst einmal gewisse Begrifflichkeiten zu klären. Da haben wir Fragen bekommen bezüglich Begrifflichkeiten und Konzepte. Und
dann, das wurde ja auch versprochen von der, seitens der Moderation für heute, dass es heute um eher praktischere Aspekte auch gehen soll. Wie setzt man das um? Wie kommen wir dahin? Wie kann diese Änderung denn tatsächlich vollzogen werden, dieser Wandel? Die erste Frage richtet sich an Achil und kommt von Regine. Regine fragt, könnten Sie sich nochmal äußern zu den Unterschieden zwischen dem, was Sie das koloniale Paradoxon genannt haben und im Vergleich zur zeitgenössischen Architektur? Worin besteht dieses koloniale Paradox? Dann die zweite Frage auch nochmal an Achil. Die Frage kommt von Siegfried. Vielleicht lese ich die Frage einfach mal vor. Die Ursachen der von vielen Unterentwicklung genannten Entwicklung hängen auch viel in der Politik. Und diese Phänomene sind Ausbeutung, Unterwerfung wirtschaftlicher Natur und so weiter. Aber welche Bedeutung messen Sie, Achil, der Kultur zu, insbesondere im Vergleich zum Thema Ökonomie und auch den Aspekten Rassismus und andere auf Kultur? Und dann haben wir noch eine Frage, die sich an Yvonne richtet. Da geht es auch wieder mehr hin zu praktischen Fragen. In der zweiten Runde der Fragen kann ich da vielleicht noch genauer drauf eingehen. Das ist eine ganz grundlegende Frage. Wie kann die Welt rekonstruiert werden? Was machen wir mit der Vergangenheit oder den verschiedenen Vergangenheiten und Narrativen? Und könnten Sie sich äußern über das Thema Reparation? Wer macht die Reparation und wie? Achil, wollen Sie? Möchten Sie die ersten beiden Fragen aufgreifen? Ja. Ja, ich werde mich bemühen. Es gibt viele Paradoxon im modernen kolonialen Projekt. Das Wichtigste aus meiner Sicht ist wohl, dass das zusammenhängt mit dem Glauben, der auch dem kolonialen Projekt intrinsisch innewohnt. Nämlich der Glaube, dass die Welt Europa gehöre. Das ist jetzt europäischer Kolonialismus insbesondere, auch in den Amerikas und in Afrika. Das ist das, was ich da im Hinterkopf habe. Auch die Teilung des Kontinents, auch bei der berühmten Konferenz in Berlin. Seit dem 15. Jahrhundert, das ist eine Tatsache, ist doch die Frage, wem gehört die Welt? Und zwischen dem 15. Jahrhundert und dem 19. Jahrhundert hat Europa sich selbst, aber auch den Rest der Welt davon überzeugt, dass die Erde Europa gehört. Und die koloniale Aneignung beruht ganz genau auf dieser Annahme, dieser erzwungenen Annahme. Und nach dieser Annahme sind wir keine Nationen oder, wenn man das Wort verwenden will, Kulturen oder noch schlimmer Zivilisationen. Oder dass eben nicht alle diese moralisch gleich bedeutend seien. Und das wichtigste Paradoxon im Kolonialismus ist darin begründet, dass angedeutet wird, dass nicht alle Menschen gleich sind mit Blick auf die Erde, ihre Ressourcen und ihre Vorteile. Und das ist die grundlegende, der grundlegende Widerspruch. Und daraus leitet sich alles Weitere ab. Die Aneignung von Völkern. Yvonne ist auch darauf eingegangen. Explizit hat sie das nicht genannt, aber sie hat sich ja auch auf den transatlantischen Sklavenhandel bezogen.
die Nutzung von Körpern und von Ressourcen, die der Raub, der dazu geführt hat, dass Teile unserer Welt und Teile unseres Kontinents nicht mehr bewohnbar sind. Und die Frage ist doch, wie kann es sein oder wie können wir es ermöglichen, dass die Welt wieder bewohnt werden kann? Das ist der Mittelpunkt dieses Austausch, den wir hier haben. Wie machen wir unseren Planeten, unsere Welt wieder so, dass sie bewohnbar wird für alle und für alles? Wie lernen wir wieder mit der Erde und miteinander zusammenzuleben, wenn man das positiv ausdrücken möchte? Und so verstehe ich dieses Paradoxon des Kolonialismus. Die Erde, die wieder bewohnbar gemacht werden sollen für alle. Dann zum Thema Entwicklung. Das sind Kategorien, die ich tatsächlich selten verwende, die genannt wurden. Unterentwicklung, Dinge wie Armut. Das ist eine Sprache, das ist ein Vokabular, ein Lexikon, das doch mehr verdeckt, als es offenlegt. Und dieses Konzept der Unterentwicklung, da weiß ich gar nicht, ob das überhaupt heutzutage viel verwendet wird. In den 60ern, in den 70ern wurde das häufig verwendet als Begriff, aber diese Begrifflichkeiten, die werden auch immer wieder recycelt. Es war mal Unterentwicklung, jetzt ist es nachhaltige Entwicklung, morgen wird es was anderes sein. Und diese Dinge sollten wir deswegen nicht zu ernst nehmen, diese Begrifflichkeiten. Auch natürlich die Prozesse, um die es geht, natürlich sehr wohl. Und zur Frage nochmal: Die Rolle des Kolonialismus in der Zerstörung der Kulturen. Ja, natürlich. Ja, Sabine hat auch darüber gesprochen, über die Artefakte, die in den Museen des Westens stehen. Und es geht ja nicht nur um die Artefakte. Hinter diesen Artefakten, da ist ja auch ganz viel Wissen. Wissen bezüglich von über Pflanzen, über andere Arten und eben auch Handwerk. Ganz viel davon steckt ja auch hinter und in solchen Artefakten. Und es geht auch um Kommunikationsketten zwischen den Lebenden, den Toten, dem Kosmos insgesamt. Also ganze Weltanschauungen, die da zerbrochen wurden. Wo Menschen auch nicht mehr darin unterstützt wurden, ihre eigene Existenz fortschreiben zu können, in einer Kontinuität mit den Generationen, die vor ihnen kamen und die nach ihnen folgen werden, die ganze Kapazität überhaupt, das Leben reproduzieren zu können, das Leben aufrechterhalten zu können, womit alles begonnen hat, all das steht auf dem Spiel. Und dann natürlich auch ethnografische Museen, die Knochen, auf die Knochen gehe ich gar nicht ein. Was macht man damit, die ethnografischen Museen, die sich auf Knochen gründen? Auch jetzt mit Blick auf Restitution. Was bedeutet das in diesem Zusammenhang? Was muss das umfassen, wenn letzten Endes das, was auf dem Spiel steht, doch unsere körperliche Unversehrtheit ist? Also es sind all diese Themen. Das Abwürgen der Vorstellung durch die Kräfte des Raubs, der Vergewaltigung, die setzen sich ja noch weiterhin fort und werden sogar beschleunigt, denn Kolonialismus heutzutage ist aus meiner Sicht technomolekular beschaffen. Wir sind jetzt in eine neue Ära des technomolekularen Kolonialismus eingetreten, das sich inszeniert im Gewebe des Lebens selbst. Das Leben wird als etwas betrachtet, was gekauft und verkauft wird.
Und metaphorisch gesehen würden einige von uns auch von der Schwarzwerdung der Welt sprechen. In der Vergangenheit waren wir die Einzigen, die verkauft wurden und gekauft wurden. Heutzutage ist das eine Art Schwarzwerdung. Also was ich daraus jetzt folgern soll, bin ich mir nicht sicher. Aber gewissermaßen sind das die Themen, die wir da berührt haben am Kontinent und auch anderswo. Dankeschön, Akil. Ich finde, wenn wir jetzt hier von Bewohnbarkeit sprechen, der Bewohnbarkeit des Planeten, wenn wir andererseits von Ownership sprechen, von imperialen Wurzeln, das ist wirklich dringend, dass wir das besser verstehen. Die Frage der Rekonstruktion, da stellt sich ja genau die Frage nach dieser Dialektik, wie der ganze Diskurs, also vom Menschen, vom Vernunft, wie das zurückgreift auf diese Beziehungen von Ownership und Self-Ownership und dieser angeblichen schwarzen Neigung, dieser angeblichen Eignung für Fähigkeit, für was behauptet wird, was aber dann letztlich schnell verschwindet, was aber nicht verschwinden kann ohne die materiellen Prädikate. Yvonne, möchten Sie auf die Frage noch eingehen, die Ihnen gestellt wurde? Ja, gerne. Danke für die Frage. Die Frage können wir ja so beantworten. Da wird wahrscheinlich jeder eine Antwort haben auf der Welt. Ich würde trotzdem noch sagen, der Ausgangspunkt ist eine Gewissenserforschung, wie die Katholiken das nennen würden. Also durchaus auf die Dunkelheit zu blicken, auf die Dämonen zu blicken, die rauszubringen. Man kann die durchaus anschauen, auch wenn sie schrecklich sind. Also zu sagen, ja, das hat es gegeben. In der Lage zu sein, das erstmal zu artikulieren, was einem im Inneren wehtut und das dann auch dem Geschädigten vorzulegen, darüber zu sprechen und dass beim Aussprechen dann auch Vergebung kommen kann. Diese Vergebung ist nicht garantiert, aber sie besteht als Hoffnung. Das wäre dann der Ort für tiefgehende Gespräche, die wir brauchen, nach denen wir uns sehnen. Und ausgehend von dieser Möglichkeit wird dann auch die Fantasie freigesetzt. Als Künstlerin kann ich mir das durchaus vorstellen, dass wir mit Menschen arbeiten, eine Geschichte lesen, einen Film und uns diese Welt so zu betrachten, das vorzulegen, das können Künstler machen, sodass man dann die Möglichkeit betrachten kann, die Möglichkeit auch, wie eine gemeinsame Zukunft aussehen kann, eine Möglichkeit, wie wir mit der Reparatur beginnen können, wäre zu sagen, diese Artikel, diese gestohlenen Artikel in den Museen, die gehören nicht Europa. Wir müssen eine Möglichkeit finden, die zurückbringen. Die Frage ist auch gar nicht, wo die hinkommen, das geht euch ja gar nichts an. Es wird aber noch gar nicht zugegeben, dass sie gestohlen sind und einfach zurückzugeben sind. Sondern wir können aber, wenn man das erstmal zugibt, können wir weitergehen. Wir brauchen da nicht andauerndes Ressentiment und unendliche Unterhaltungen. Aber damit lasse ich es bewenden. Die Frage noch, wer repariert? Ja, bei der Beichte ist es doch so, dass derjenige, die Reparation leistet, dessen Gewissen belastet ist, der spürt, dass es eine Wunde gibt, dass eine Genugtuung Notwendigkeit ist. Wir haben vom planetaren Bewusstsein gesprochen, es geht aber auch um das Bewusstsein des Einzelnen bei der Frage, wer repariert. Es ist nicht einfach zu sagen, das sind die Europäer. Es gibt auch bei uns Bereiche, wo Reparatur notwendig ist, das wissen wir in Kenia.
Dankeschön, Yvonne, Akil, Sabine. Ich entschuldige mich an alle anderen, dass wir die Zeit jetzt überzogen haben, dass wir damit auch einen Teil der Mittagspause jetzt verbraucht haben. So wie ich das verstehe, wird aber pünktlich mit der Nachmittags wieder begonnen. Das wird wohl die einzige Möglichkeit sein, das technisch abzuwickeln. Es gibt ja jede Menge Teilnehmer, die sich dann einwählen. Aber es gibt jetzt doch noch knapp eine Stunde Mittagspause, bevor wir dann zum Vortrag von Susan Buck-Morse kommen, von der Not und der Lust, wieder Weltgeschichte zu machen. Gut, damit vielen Dank. Wir hätten natürlich noch viel tiefer einsteigen können, aber es war schon sehr großzügig und instruktiv, was Sie uns gegeben haben. Ich hoffe, dass wir in anderer Form mit diesen Gesprächen sehr bald fortfahren können. Also vielen Dank, Sabine, Yvonne und Akil. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal eine schöne Mittagspause. Ja, danke schön, danke Sabine, Akil, vielen Dank an alle.